Ich darf mich zunächst einmal kurz vorstellen, weil mich viele persönlich nicht kennen werden. Mein Name ist Tilman Repkel, ich bin seit einiger Zeit hier Dekan der Fakultät für Rechtswissenschaft. Und in dieser Rolle fällt mir die Aufgabe zu, diese Feier eröffnen zu dürfen. Sehr geehrter Herr Niemel, sehr geehrte Damen und Herren Gerichtspräsidenten, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich möchte Sie aus Anlass der Verabschiedung des Präsidenten des Hamburgischen Verfassungs- und Oberverwaltungsgerichts, Herrn Jochen Niemel, herzlich begrüßen hier an der Universität Hamburg. Wir wollen ein wissenschaftliches Kolloquium veranstalten und wir freuen uns, dass wir diese Gelegenheit nutzen können, eben in der Form einer wissenschaftlichen Feier den Abschluss einer bemerkenswert erfolgreichen Berufslaufbahn eines Richters begehen zu können. Natürlich hat es damit zu tun, dass Sie, lieber Herr Niemel, Absolvent unserer Fakultät sind. Aber die universitäre Feier hat auch, wie mir scheint, einen guten Hintersinn, den ich hier in Anwesenheit so vieler prominenter Vertreterinnen und Vertreter der Justiz aussprechen möchte. Seit dem 11. Jahrhundert ist die Rechtspflege in Europa mehr und mehr eine Aufgabe eines wissenschaftlich ausgebildeten Fachjuristenstandes geworden. In Deutschland manifestierte sich dieser Zustand unübersehbar in der Einrichtung des Reichskammergerichts im Jahr 1495. Seine Gerichtsordnung sah vor, dass die Richterbank mindestens zur Hälfte mit gelehrten Juristen zu besetzen sei. Damit hatte sich eine Revolution des Rechtswesens durchgesetzt, die ihren Ausgang in einer Universität nahm, nämlich der im 11. Jahrhundert gegründeten Universität Bologna. Auch wenn über die Einzelheiten dieses Vorgangs keine vollständige Einigkeit besteht, auch die Rechtshistoriker sind meistens Juristen, so ist doch klar, dass im Spätmittelalter die Rechtsfindung mehr und mehr zur Aufgabe von Fachleuten geworden ist. Gewiss mit großem territorialen Unterschied hat sich die Rechtsfindung durch Laien bis weit in die Neuzeit erhalten, aber wie das Reichskammergericht zeigt und wie wir an vielen anderen Beispielen sehen könnten, so setzte sich bei uns eine Form gerichtlicher Rechtspflege durch, in der die Verfahren strikt auf Rationalität hin ausgerichtet wurden. Das war nur möglich, weil es Fachjuristen gab, die in der Lage waren, nachprüfbare, begründete Entscheidungen zu treffen. Ich möchte die Praxis weder in der frühen Neuzeit noch in der Gegenwart idealisieren. Aber der Anspruch der Wissenschaftlichkeit der Rechtsfindung besteht und er ist auch für uns nicht hintergehbar. Wir erwarten die rational begründete, nachprüfbare Entscheidung und gerade so gewähren wir durch Verfahren auch Richtigkeit. Wissenschaft, so meinte einmal Walter Hallstein, ist Entscheidung mit Gründen. Die Wissenschaft unterscheidet sich durch die rationale Begründung der Entscheidung von der bloßen Meinung. Natürlich hat die Justiz als Staatsgewalt eine eigene Autorität, aber unser Staat und unsere europäische Kultur sollten diese Autorität nicht aus der physischen Macht des Staates ableiten, sondern aus dem wissenschaftlichen Fundament der gerichtlichen Entscheidung. So kann uns der Blick zurück einiges zur Zukunft der Verwaltungsgerichtsbarkeit sagen, mit der wir uns heute beschäftigen wollen. Dieser Blick zurück nicht im Sinne eines dumpfen Weiter-so, sondern in Anlehnung an Thukydides, der die Athener über den Ausbruch der Pest, den Peloponnesischen Krieg, möglichst exakt wissenschaftlich informieren wollte, um Bescheid zu wissen, um klug zu sein, wenn man wieder einmal mit dem Problem konfrontiert sein sollte. Der geschichtliche Rückblick kann uns eine Art Lebensklugheit lehren, die wir beim Blick auf die Zukunft der Verwaltungsgerichtsbarkeit nicht aus den Augen verlieren sollten.
Vor kurzem ist unser Frankfurter Kollege Uwe Volkmann in der FAZ der Frage nachgegangen, was ist Wahrheit? Und hat dabei das schwierige Verhältnis von Demokratie und Wahrheit behandelt. Nach seiner Analyse hat sich unser demokratischer Staat seit langem daran gewöhnt, der Wahrheitsfrage auszuweichen. Die politischen Fragen werden oft und öfter zu Sachfragen heruntergearbeitet, die man so oder so entscheiden kann, ohne dabei in einen Konflikt mit dem Grundsätzlichen, in einen Konflikt mit der Wahrheit zu geraten. Man beschäftigt sich beispielsweise mit der Grundrente und fragt, ob sie von einer Einkommens- oder Bedürftigkeitsprüfung abhängen soll. Man fragt, ob die Öffnung zur gar nicht mehr so neuen digitalen Welt eigentlich auch bedeutet, dass Kinder besser von Tablets als aus Büchern das Lesen lernen sollten. Oder ob unsere Examenskandidatinnen und Kandidaten mit Computern statt von Hand die Klausuren schreiben sollen und so weiter und so fort. Zugleich, und das betont Volkmann mit Recht, ist unsere Gegenwart aber immer stärker mit Wahrheitsansprüchen in der Politik konfrontiert, die in unerbittlicher Rigorosität vorgetragen werden. Ob es dabei die Reaktion auf die Flüchtlingsfrage oder den Klimawandel betrifft, spielt dann strukturell keine Rolle. Volkmanns Überlegungen gipfeln in der These, es sei, ich zitiere, an der Zeit, sich wieder stärker auf den ursprünglichen Anspruch von Demokratie zurückzubesinnen, nämlich Entscheidungen zu treffen, die gegenüber allen mit Gründen gerechtfertigt, also als richtig und wahr ausgewiesen werden können. Zitat Ende. In einem demokratischen Rechtsstaat sind die politischen Entscheidungen am Ende normalerweise durch die Gerichte überprüfbar und spätestens hier trifft sich die These Volkmanns mit dem, was ich soeben angedeutet habe. Die Entscheidungen müssen wissenschaftlich sein, das heißt nachprüfbar begründet und mit den Worten Volkmanns daher als wahr ausgewiesen. Wir können im Rechtsstaat, so meine ich, genauso wenig wie in der Wissenschaft auf den Anspruch verzichten, dass es uns um die Wahrheit, um die Erkenntnis von Wahrheit zu tun ist. Bei dieser Auffassung bleibe ich trotz aller Anfechtungen der Metaphysik, die sie insbesondere seit dem 19. Jahrhundert erlebt hat. Das menschliche Vermögen zu dieser Erkenntnis mag beschränkt sein, der Irrtum ist möglich, aber der Anspruch, das Ziel bleibt. Nun ist es in den Bereichen des Rechts nicht so einfach zu sagen, was wahrhaft Recht oder gerecht sei. Rechtswissenschaft und wissenschaftliche Rechtspflege diskutieren die Antworten seit Jahrhunderten und haben dabei eine hochkomplexe Argumentationskultur entwickelt. Aristoteles hatte sich in seiner nikomachischen Ethik die Frage einer näheren Bestimmung dessen, was gerecht sei, vorgelegt. Wenigstens eine Andeutung seiner Antwort sei mir hier gestattet. Das Gerechte ist für ihn, wie im Fall anderer Tugenden, etwas, das in der Mitte liegt. Ungerecht erscheine, wer das Gesetz verletze und sich für sich mehr begehre, als ihm zukomme. Wer also ein Feind der Gleichheit sei. Gerecht hingegen sei das, was dem Gesetz und der Gleichheit entspreche. In etwa diesem Sinne berichtet man über die Gerechtigkeitslehre des Aristoteles. Jedoch sollte man sich hier von der üblichen Übersetzungsweise nicht täuschen lassen. Manches Mal stiftet der ja auch rechtlich so wichtige und schwierige Begriff der Gleichheit Verwirrung. Aristoteles benennt nämlich als Maßstab der Gerechtigkeit nicht schlicht die Gleichheit, sondern er spricht von Torison. Das aber ist im Deutschen nur sehr unvollkommen mit dem Gleichen wiedergegeben. Aristoteles knüpft dabei vielmehr an eine Wortwahl des eine Generation älteren Architas von Tarent an, der einen Logismus, einen Maßstab für die rechtliche Beurteilung staatlichen Handelns suchte. Diesen sah er in der Homonia, der Einmütigkeit, der Abwesenheit von Pleonexia, Gier. Hier in einem Zustand der Isothèse, der Ausgewogenheit und Stimmigkeit. Die Ausgewogenheit erinnert nun sehr an die Anforderungen gerechten Urteilens, auch in der Verwaltungsgerichtsbarkeit. Nicht umsonst hält Justitia meistens eine Waage in der Hand.
Aristoteles greift in seiner Ethik diese Isothes mit dem Begriff Toison wieder auf. Interessanter erscheint mir allerdings noch die Übersetzung mit Stimmigkeit. Ungefähr darauf läuft nämlich die griechische Vokabel hinaus. Die Gerechtigkeit ist für Aristoteles eine Frage der Proportion. Sie kann sowohl die Austausch- wie die Verteilungsgerechtigkeit betreffen. Gemeint ist einerseits nämlich eine Art gleicher Größe oder Wertigkeit, also wenn man den Preis von 10 Euro mit 2 5-Euro-Scheinen bezahlt. Hier stimmt dann die Leistung im Sinne einer arithmetischen Proportion. Andererseits meint Isothes aber auch die Stimmigkeit in der Proportion etwa zu einem Bedarf. Hier entsteht die Stimmigkeit nicht durch eine Gleichheit im arithmetischen Sinne, sondern durch das Verhältnis zu einer außerhalb der Sache liegenden Größe, nämlich einer Situation der Person. Man spricht insoweit von geometrischer Proportion. Dann bewegen wir uns im Bereich der Justitia Distributiva bei der Zuteilung von Gütern und Lasten. Wie das Maß für die Stimmigkeit zum Bedarf festzulegen ist, sagt Aristoteles leider nur mit einem unbestimmten Begriff. Kataxia, nach Würdigkeit. Die Würdigkeit kann wiederum aus sehr unterschiedlichen Argumenten gefolgert werden. Anders als bei der Justitia Distributiva wird hier aber nun gerade nicht auf Gleichheit im arithmetischen Sinn geschaut, sondern auf die Person. Sozial- und Steuerrecht könnten hier als Paradebeispiele betrachtet werden. Ich breche an dieser Stelle ab, da ich ja nur zu einem Grußwort gebeten bin, nicht zu einem eigenen Vortrag. Aber meine Überlegungen mögen vielleicht aus der Rückschau Denkanstöße für die Zukunft der Verwaltungsgerichtsbarkeit sein. Diese Zukunft wird nur dann eine gute Zukunft sein, wenn auch die Verwaltungsgerichtsbarkeit der Gerechtigkeit dient. Wenn man davon spricht, dass etwas stimmt, dass also Stimmigkeit herrscht, dann kann man in aristotelischen Begriffen auch sagen, es sei richtig oder gerecht. Mindestens umgangssprachlich meint man damit, etwas sei wahr. Eine Aussage stimmt nämlich, wenn sie wahr ist. Man sagt dann auch, du hast recht. Von hier aus mag sich eine Deutung für die scheinbar paradoxe Wandinschrift im Plenarsaal des hiesigen Oberlandesgerichts am Sievekingplatz ergeben, in dem das Hamburgische Verfassungsgericht, wenn ich richtig informiert bin, auch in den letzten Jahren seine mündlichen Verhandlungen abgehalten hat. Dort liest man auf dem steinernen Fries: Recht ist Wahrheit, Wahrheit ist Recht. Aus dieser Perspektive gewinnt die vorhin aufgeworfene Frage nach der Wahrheit in der Demokratie auch eine schlüssige Antwort. Das Recht muss stimmen, muss wahr sein und die Demokratie braucht das Recht, um die Frage nach der Wahrheit zu beantworten. Das geht aber nicht ohne die Rechtswissenschaft. Sie ist leider kein Garant, wie uns ihre beschämende Geschichte in Deutschland der 1930er Jahre lehrt. Aber sie ist notwendige Voraussetzung einer Rechtspflege, die begründete Entscheidungen trifft. Wissenschaft und Rechtspraxis brauchen die Kommunikation, sei es bei wissenschaftlichen Kolloquien, sei es auch durch institutionelle Zusammenarbeit. So danke ich Ihnen allen für Ihr Kommen und wünsche der Hohen Versammlung gutes Gelingen. Vielen Dank.